Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Rezepte-Video. Heute habe ich drei Rezepte für euch, die meiner Meinung nach perfekt in die Herbst- und Winterzeit passen. Denn es sind so richtig warme und deftige Gerichte und ich finde, wenn sowas, dann im Herbst und im Winter. Ich hoffe sehr, dass für euch etwas dabei ist, dass euch das Video gefällt. Wenn dem so ist, nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen und schreibt mir gerne euer Lieblingsrezept von diesen drei folgenden Rezepten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf, welches euch am meisten anspricht. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Den Anfang macht ein Gemüsestrudel, von dem ich schon mehrmals hier auf diesem Kanal gesprochen habe. Heute habe ich endlich das Rezept für euch. Ihr könnt im Prinzip das Gemüse nehmen, das ihr zu Hause habt oder das ihr gerne mögt. Ich habe hier einen Butternut-Kürbis verwendet, eine Stange Lauch, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch. Außerdem braucht man natürlich Blätterteig, Creme fraiche und an Gewürzen Salz, Pfeffer und Thymian habe ich benutzt. Zuerst schneide ich das Gemüse in mundgerechte Stücke. Die Kartoffel und den Kürbis habe ich klein geschnitten und ich koche das gerne in Wasser ein bisschen vor. Nicht komplett, aber so circa 10 Minuten, damit es auch wirklich gar wird im Ofen. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass das nicht ganz gar wird. Den Lauch habe ich auch geputzt, in Ringe geschnitten und zusammen mit der Zwiebel in der Pfanne in ein bisschen Butter kurz ein bisschen angedünstet. Während das Gemüse schon ein bisschen vorgart, nehme ich die Creme fraiche und würze das mit Salz, Pfeffer und dem Thymian, verrühre das alles gut. Anschließend vermische ich das dann mit dem Gemüse zusammen. Ich nehme ungefähr einen halben Becher Creme fraiche. Ich habe festgestellt, wenn man zu viel nimmt, dann wird es zu suppig und das läuft dann im Backofen einfach nur aus dem Blätterteig raus und ist nicht besonders lecker. Deswegen ein halber Becher reicht, alles miteinander vermengen und dann geht es an den Blätterteig. Die Gemüsemischung im unteren Drittel dazugeben oder da drauf geben. Gucken, dass man schön nach oben schichtet, damit der Blätterteig auch reicht, damit man das Ganze dann nämlich zusammenrollen kann. Ihr seht hier, ich finde, es muss nicht super schön aussehen. Hauptsache, es hält halt irgendwie zusammen. An den Enden mache ich das dann auch nochmal zu, damit da auch wirklich nichts rausläuft. Damit der Strudel dann im Ofen auch eine schöne Farbe bekommt, pinsel ich das dann noch mit ein bisschen Milch ein. Und dann kommt das Ganze in den Ofen und ich sag euch, das ist super lecker. Ich stehe da total drauf und mache diesen Gemüsestrudel wirklich regelmäßig bei uns zu Hause. Das zweite Rezept ist auch so richtig, richtig deftig. Und zwar habe ich einen Sauerkraut-Eintopf für euch. Und der ist super lecker. Ihr braucht dafür Sauerkraut, Kartoffeln, Zwiebeln, ein bisschen Tomatenmark, Gemüsebrühe. Ich habe Mettwürstchen verwendet. Und an Gewürzen braucht ihr Lorbeerblätter, scharfes Paprikapulver, süßes Paprikapulver und natürlich Salz und Pfeffer. Wie immer eigentlich im ersten Schritt erstmal das Gemüse klein schneiden, in mundgerechte Stücke schneiden. Erstmal die Zwiebel und die Kartoffel. Und die Zwiebel dünste ich dann in ein bisschen Butter im Topf an. Und dann gebe ich erstmal die Gewürze dazu, dass die ein bisschen mitrösten können. Nämlich die Lorbeerblätter und das Paprikapulver. Das lasse ich kurz ein bisschen anschwitzen, verrühre das Ganze gut und dann gebe ich das Sauerkraut dazu. Auch das gut vermengen. Dann kommt das Tomatenmark dazu. Auch das nochmal gut umrühren und dann lasse ich das so einfach, ja, so 5 Minütchen so ein bisschen andünsten. Musik
Dann gebe ich die klein geschnittenen Kartoffeln dazu und die Brühe und dann kommt da erstmal der Deckel drauf und ich lasse das Ganze für 20 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln. In der Zwischenzeit schneide ich dann die Mettwürstchen klein und die kommen dann nach den 20 Minuten nämlich in den Topf. Alles komplett da reingeben, nochmal alles gut umrühren, damit auch nichts anbrennt. Und dann wieder den Deckel drauf und noch einmal 20 Minuten köcheln lassen. Und ich sag euch, das riecht so, so gut. Nach den insgesamt 40 Minuten nochmal abschmecken mit Salz und Pfeffer. Wer mag, kann auch ein bisschen Kümmel dazugeben. Und fertig ist der Eintopf, der an so einem richtig kalten Wintertag einfach perfekt ist. Und das letzte und dritte Rezept ist ein absoluter Klassiker, aber so leicht selber zu machen und einfach unfassbar lecker. Und zwar ist es eine selbstgemachte Tomatensuppe und ich mache da total gerne so Käsetoasties zu. Und dafür braucht ihr ganz viele leckere Tomaten. Ich habe hier ungefähr ein Kilo genommen. Ihr braucht Zwiebel, Knoblauch, Gemüsebrühe, Olivenöl. An Gewürzen Thymian, Salz und Pfeffer natürlich. Ein Esslöffel Tomatenmark, den habe ich vergessen hier dazu zu legen. Und optional ein bisschen Sahne. Zuerst auch hier wieder die Tomaten vierteln und genau die Zwiebel kleinschneiden, beziehungsweise da reicht es tatsächlich, die einfach nur einmal in der Mitte durchzuschneiden und der Knoblauch muss einfach nur geschält werden, da muss nichts kleingeschnitten werden. Ihr gebt das dann nämlich alles zusammen auf ein Backblech. Und dann gebt ihr die Gewürze dran, den Thymian, ordentlich Salz und Pfeffer und dann das Olivenöl. Ich habe noch ein bisschen mehr dazu gegeben, als ihr hier in diesem kleinen Pöttchen seht. Dann gucke ich, dass auch wirklich alles mit dem Olivenöl bedeckt ist und rühre das nochmal ein bisschen um, vermenge das Ganze nochmal ein bisschen. Und dann kommt es in den Ofen. Nach der halben Stunde im Ofen kommt dann der Rest des Ganzen. Ein bisschen Tomatenmark in einen Topf geben und komplett alles, was ihr gerade in den Ofen gepackt habt, zusammen in den Topf. Die Brühe gebt ihr dann dazu und dann wird das nämlich einfach püriert. Das könnt ihr natürlich so fein pürieren, wie ihr das gerne mögt. Wem das dann zu sämig ist, der kann noch ein bisschen mehr Brühe dazugeben. Wem das nicht sämig genug ist oder es gerne ein bisschen cremiger hat, der kann einen Schuss Sahne dazugeben. Nochmal abschmecken mit Salz und Pfeffer und ich sag euch, diese selbstgemachte Tomatensuppe ist der Hammer und danach wollt ihr wirklich nie mehr ein Tütensüppchen kaufen. Wie gesagt, dazu ein Käsetoast, die passt einfach perfekt und mein Sohn isst das übrigens super gerne.